Hallo Freunde der eBay MPPT Laderegler. Hier habe ich einen Laderegler von einem guten Abonnenten von mir, den Herrn Naudit. Der hat mir den mal kostenlos zur Verfügung gegeben. Ist eine Leihgabe. Ja, der hat sich diesen MPPT Laderegler 12, 24 Volt automatisch Auto, USB, Dual. Also er sucht sich die Spannung automatisch raus. Das kennt man ja auch schon. Ja, MPPT, 30 Ampere, ja, LCD-Display und so. Für 19,19 Euro hatte sich den gekauft. Kostenlose Versandkosten, die 30 Ampere-Version. Ja, und wie das so oft ist bei eBay, man kann ja nicht immer alles glauben, was da so geschrieben wird. Da hat er mich gebeten, ihn mal zu prüfen, ob das wirklich ein MPPT-Laderegler ist. Komisch ist schon mal, dass auf der Bedienungsanleitung zum Beispiel gar nicht steht MPPT. Sonst steht das ja eigentlich überall drauf, wenn es ein echter MPPT ist. Die Bedienungsanleitung ist Englisch. Ja, das kennen wir schon. Das Batterie-Setup und. Protection-Funktion, also Tiefenentladeschutz hat er. Überentladeschutz. Dann die Verpolschutz, also soweit die wichtigsten Funktionen hat er. Was fällt auf an dem Laderegler? Die Kühlrippen, ne? Die sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als bei dem, den wir alle schon kennen hier. Da haben sie ja wirklich nur ganz normalen Blechgehäuse genommen. Also hier scheint das Aluminium zu sein oder halt auch Blech, aber mit Kühlrippen versehen. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass zumindest irgendwas gekühlt werden muss. Ansonsten macht er ja einen relativ guten Eindruck. Also er ist größer, ein bisschen schwerer ist er auch. Man könnte glauben, dass da was drin ist, was auch teuer sei. Zwei USB-Ports, DC-Output, hier Batterie, hier Solar, hier der Lastausgang. Die beiden Setup-Knöpfe, mehr hat er nicht. Temperatursensor hat er hier noch. Na gut, schauen wir mal rein. So, vier Schrauben zum Sichern. Und da können wir mal in das Innere schauen. Und ja, da sehen wir schon vier MOSFETs. Zwei gegen den Verpolschutz nehme ich an. Die zur Steuerung wieder. 0. Gut, ja, also ihr seht hier die ganz normal, ne? Diese, kann man das sehen? Ja. Na gut, dann schauen wir mal tiefer rein. Also ich glaube nicht dran, dass da jetzt eine dicke Spule ist und die dicken Kondensatoren. Kann ich mir kaum vorstellen auf dem bisschen Platz hier. So, jetzt wird's spannend. Das war's auch schon, ne? Hier ist das Display. Hier die Knöpfe. Die beiden großen Kondensatoren. Okay, und die Spule fehlt halt komplett. Ja. Gut, hier ist nochmal das Display, nehme ich an, und das Bedienteil dann halt mit den beiden Knöpfen. Wenn wir es machen, machen wir es richtig. Also schauen wir da auch noch mal unter. So, da haben wir es auseinander. Genau. Die beiden Knöpfe, das Display. Ja, USB-Anschlüsse. Hier noch zwei LEDs, formschön. Also ganz klar. PWM-Technologie als MPPT verkauft. Wie schon so oft erlebt, das ist jetzt für mich keine Überraschung mehr. Also Herr Naudit, ach hier, das ist ja auch ganz cool.
Der Temperaturfühler fühlt eben mal an dem Blech, wie warm das Blech ist. Ich glaube, das hatten die sich auch ein bisschen anders gedacht. Hier oben ist ja dieser Ausgang dafür. Ich glaube, der sollte da sein. Haben sie also beim Zusammenbau auch noch komplett, naja, sinnlos zusammengebaut, weil dieser Temperaturfühler, wenn der an dem Blech hier hinten liegt, ist ja klar, dass es dann ein bisschen wärmer wird, ne? Also, ja, gut. Ich baue das jetzt einfach mal so hin. Ist vielleicht schon ein bisschen besser als vorher, aber auch nicht wirklich sinnvoll. Okay, ich baue den wieder zusammen. Den kann der Herr Naudit getrost zurückschicken. Die 20 Euro sollte er lieber in einen richtigen MPPT, wenn er schon MPPT haben möchte, dann sollte er sich da den Make Sky Blue oder so, dem würde ich empfehlen. Das ist halt ein günstiger, echter MPPT, der auch sehr gut arbeitet, finde ich. Mit vernünftigen Eingangsspannungen und dann halt dementsprechend den maximalen PowerPoint-Tracking, dass er dann auch eine gute Leistung in die Batterie liefert. Also ich spare mir jetzt die weiteren Leistungstests. Das ist halt ein ganz gewöhnlicher PWM. Und ja, warum soll ich da jetzt noch groß rumschauen, ob der die angegebene Leistung liefert oder was? Das ist ja, da habe ich sowieso nicht so die Kompetenz zu. Auch nicht unbedingt die Meinung und Lust. Insofern, wer dieses Gerät bei eBay sieht und als MPPT angeboten bekommt, lasst die Finger davon. Es gibt günstigere PWM-Lader. Weil ich finde, mit 19,19 € ist das halt auch schon nah an der Betrugsgrenze dann. Wenn nicht das verbaut ist, was angegeben wird. Ja, MPPTs haben für gewöhnlich auch eine höhere Eingangsspannung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die war, aber die war nicht so hoch bei dem Gerät. Ja, und an solchen Kleinigkeiten kann man das halt auch schon immer erkennen eigentlich. Also mittlerweile habe ich da auch irgendwie ein Gespür für. Es geht halt auch um den Preis. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es einen guten MPPT für weniger als 20 Euro gibt. Den günstigsten, den ich gefunden habe, der war wirklich an die 30 Euro. Und der hat auch kein LCD-Display, der hat halt wirklich nur die Technologie verbaut. Und gut, das macht ja dann vielleicht auch nicht so viel Spaß, wenn man da nicht sehen kann, was er jetzt gerade macht, bei wie viel Spannung er ist und wie viel Ampere-Leistung er liefert. Da machen diese etwas teureren MPPTs dann doch schon mehr Spaß, weil da kann man zumindest man muss ja nicht gleich Wi-Fi, aber dass man dann zumindest am Display, wenn man mal draußen steht, vor dem Gerät, dass man dann schon mal gucken kann, ja, was leistet der jetzt eigentlich derzeit, ne? Und ja, wie gesagt, das hier ist halt eher Spielerei. Für einen Anfänger nicht schlecht. Also ich will jetzt nicht das Produkt schlecht reden, im Gegenteil. Wer erstmal anfangen möchte und sich vielleicht eine günstige Option raussucht, da ist das auf jeden Fall was. Da kann man gerne mit anfangen und sich erstmal in die Materie einarbeiten. Dann hat man hier 2,4 Ampere Max, sagen sie, aber das stimmt meist auch nicht. Das hat mir ein anderer Abonnent auch schon mal richtig gut durchgemessen und so. Der Werner Peter, das Video verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, beziehungsweise kann ich jetzt auch hier in die Infokarte schnell stecken. Ja, und ansonsten macht eigentlich einen soliden Eindruck, ne? Hier der Temperatursensor, der hinten am Gehäuse gemessen hat. Aber insgesamt halt nicht das, für was es verkauft wird. Hier steht ja deutlich drauf. Nee, steht gar nicht drauf. Ja, gut. Kann man denen nicht viel vorwerfen. Sonst würde hier vielleicht auch irgendwo MPPT stehen, aber steht auch gar nicht. Weder da noch da. Nur halt in der Anzeige von eBay, da steht halt MPPT. Gut, das könnte sich dann vielleicht auch noch um einen Irrtum handeln.
Da kann man die vielleicht nicht mal festnageln. Weiß ich nicht, wie das genau läuft, falls man da jetzt irgendwie seine Rechtsschutzversicherung unbedingt beauftragen möchte. Aber eigentlich so viel dazu. Also ich hoffe, das Video war für euch informativ. Vielleicht habt ihr den ja auch schon bei eBay gesehen und wart kurz davor, den zu kaufen. Dann würde ich davon abraten, legt lieber noch ein bisschen Geld drauf und kauft euch dafür ein richtiges, schönes Gerät. Mit dem weiß ich nicht. Ich spare mir alle weiteren Tests. Für mich ist das Ding erledigt. Aber ja, vielleicht habt ihr ein paar wichtige Informationen rausgezogen aus dem Ding. Ah, hier steht es, 50 Volt, genau. Maximale Eingangsspannung 50 Volt von der Photovoltaik. Also dann, ich verabschiede mich mit den besten Grüßen, bis zum nächsten Video und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao!